Hallo und willkommen zu John Sinclair Night Talk. Mein Name ist Hannes Bender und mein heutiger Gast bedarf keiner Vorstellung. Wie war noch dein Name? Ich glaube Jason Dark. Jason Dark. Terra pestem teneto, salus hic maneto und willkommen zu John Sinclair Night Talk. Ihr habt ihn natürlich erkannt, Jason Dark ist da. Terra pestem teneto, salus hic maneto. Ich will immer Magneto sagen, aber ja, es ist Magneto. Wie aus den Filmen, ne? Ist das? Von X-Men, genau, Ian McKellen. Aber das ist ja, wie bist du auf den Spruch gekommen? Hattest du Latein in der Schule? Nein. Ich auch nicht. Das aber Ganze ist so, ich hatte früher immer einen großen Kontakt mit dem Jugendschutz. Und jetzt musste ich einen Spruch haben, der völlig blöd ist, völlig harmlos ist. Und ich habe den aus so einem Hexenlexikon geholt. Und da kann sich kein Jugendschützer darüber aufregen und so weiter. Ich wollte ihn eigentlich nie weiterführen, aber trotzdem, ich habe ihn behalten und ist okay. Was heißt das, Therapeutin der Erde? Die Erde soll das Unheil halten. Ich weiß nur noch den Schluss. Andere ist mir entwichen. Ist auf jeden Fall einer dieser Sätze, die in die Ewigkeit eingegangen sind. Oder sechstes Moses, so, da habe ich irgendwas, sowas aus der Bibel. Da gibt's, das Tolle ist ja, uns gucken ja Leute, die haben mehr Ahnung, ich sag jetzt mal, als ich. Vielleicht sogar als du. Ja, sicher. Das ist ja so, ich meine, du hast ja so viel geschrieben im Laufe der Jahre, da kann man sich auch nicht mehr an alles erinnern. Nee. Wir haben ja unsere Fans gefragt, was habt ihr für Fragen, was habt ihr für Anregungen, wenn wir Jason schon mal wieder hier haben, hier in der Gruft, hier bei Lübbe, hier. Und da waren ganz viele Fachfragen auch dabei. Und dann habe ich gedacht, so, ach, das frage ich lieber den Florian Hilleberg, der kennt sich da wirklich mit aus, das ist ein wandelndes Lexikon. Aber es gab ein paar Fragen und ein paar stellen wir auch heute hier dir. Jens Estacado, das wäre auch ein direkter Name für den Autor, Estacado fragt, meine Frage wäre, würdest du irgendwas in dem Geschichtsverlauf der Serie ändern, wenn du heute nochmal von vorne anfangen könntest? Oh, gute Frage, wie man so schön sagt. Gute Frage, nächste Frage. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich lasse alles so, wie es ist. Es gefällt mir, ich habe mich daran gewöhnt, ich komme damit zurecht. Es gibt ja wunderbar. Auch, ich glaube auch, dass man wenn man so ein Werk hat wie du, dass da natürlich Sachen auch passiert sind, wo man sagt, ah, das hätte ich anders machen können. Aber es sind ja, gerade bei Kreativität, es sind ja gerade die Fehler oder die Sachen, die man gemacht hat, aus denen man dann lernt und die Sachen dann besser macht. Ja, ich will zum Beispiel nie wieder einen nehmen wie Xoron. Dieser Name ist für mich irgendwie blöd. War der schwer zu schreiben auf deiner Schreibmaschine? Das nicht, da achte ich drauf. Also, dass ich so einen Namen nehme, wie ich schnell schreiben kann und nicht so Küche Matto Poto. Bei mir sind die Namen immer so, dass zum Beispiel, jetzt habe ich einen neuen Roman angefangen, da habe ich den Namen Kai und dann Dunmore, nicht? Ja. Und Edna Dunmore, ja, das kann man wunderbar schreiben. Ja, aber ich meine, wir reden ja wirklich, du bist jetzt Mitte 70, John Sinclair, wir gehen auf das 50-jährige Jubiläum zu. Es ist dein Lebenswerk. Hattest du das damals gedacht, als du angefangen hast mit John Sinclair, als es losging, 71, dass du in 50 Jahren immer noch Sinclair-Romane schreibst, dass Sinclair überhaupt noch da ist? Kleine Korrektur. Ja? 71 habe ich geheiratet. Jetzt bin ich 50 Jahre verheiratet, aber Sinclair erst 73. Ach so, ja, aber gut. Aber wir steuern ja auf das große Jubiläum irgendwann mal zu. Ja, dass du dich eher an deinen Hochzeitstag erinnerst, ist mir schon klar. Ja, ja, aber ich hatte nämlich vor einer Woche. Glückwunsch, nachträglich. Ja. Aber Sinclair begleitet dich dein ganzes Leben? Ja, das war praktisch, ja, nach meiner Hochzeit oder unserer Hochzeit habe ich gesagt, naja, ich glaube, ich muss mal wieder was tun, was schreiben, mal versuchen und so weiter. Und da habe ich dann dem Pasteiverlag, wo ich schon während meiner Bundeswehrzeit einen Roman verkauft habe, einen Cliff Corner Krimi, einen Krimi geschrieben, Cliff Corner wieder. Ich denke, naja, schick's da hin. Und dann kam plötzlich, ich weiß noch, wir kamen aus Dortmund, wir haben damals in Dortmund-Brechten gewohnt, aus dem rechten Straßenbahnauto hatten wir nicht, geh zum Haus, zur Wohnung, liegt ein Brief vom Pasteiverlag. Ich dachte, oh, kein Roman, der zurückgeschickt wurde. Schrieben sie, ja, der Roman hat mir ganz gut gefallen, also Sie können uns mal besuchen und so weiter. Ja, habe ich auch gemacht, und zwar drei Tage später
Mein Schwager hat ein Auto gehabt, hat uns hingefahren und wir hatten vorher drei Romane abgelehnt. Ja. Die habe ich mitgenommen und die habe ich dann auch noch verkauft. Also großer, das ist eigentlich ein Tipp für jeden Autor, wenn ihr abgelehnt werdet, schmeißt die Romane nicht weg, wer weiß, was man damit noch machen kann. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein Hoffnungsschimmer für Leute, die, ob das jetzt Romanautoren sind oder Drehbuchautoren, bleibt dran, weil irgendwann mal kann sowas passieren, dass du dann hier sitzt und sagst, nach 50 Jahren gibt es immer noch John Sinclair. Aber gab es in den ganzen langen Jahren irgendwann mal einen Moment, wo John Sinclair auf der Kippe stand, wo gesagt worden ist, jetzt, es kann sein, dass es John Sinclair nächstes Jahr nicht mehr gibt, oder war das ein Selbstläufer? Nee, auf der Kippe stand John Sinclair nie. Erstmal, ich fange mal mit dem Positiven an. John Sinclair erschien alle vier Wochen im Gespensterkrimi und verkaufte sich wahnsinnig gut im Gegensatz zu den anderen. Also machte man eine neue Serie. Und jetzt kam plötzlich der Jugendschutz. Ich habe da nie Probleme gehabt. Deshalb stand Sinclair nicht auf der Kippe. Aber andere Serien standen auf der Kippe und sind auch gekippt worden. Zum Beispiel zuletzt der Dämonenkiller. Nicht? Ja. Der ist ja auch dann. Aber dann die ganzen Dr. Morton und wie das alles hieß, sind alle Jugendschutz vorbei. Du hast ja auch, man weiß das ja, du bist ja, warst ja befreundet mit Alf Moreland und auch mit Dan Schocker. Habt ihr euch getroffen? Gab es da so Stammtische und sowas? Habt ihr euch ausgetauscht oder habt ihr gesagt, mach du das, ich mach das? Nee, dann nicht. Wir haben uns wohl getroffen und immer nur gefressen und gesoffen. Das ist das einmal große Geheimnis. Einmal in Wien, Alf Moreland wohnt ja in Wien und dann losgezogen. Ja. Nein, der wohnt in Gänser, glaube ich, außerhalb von Wien. Ja. Fährst du 20 Minuten bis zum wunderbares Lokal, das Balkan-Lokal, so richtig wie in Ungarn. Und da haben wir geschluckt, gegessen. Wir waren auch zusammen in Budapest und auch bei ihm zu Hause, bei Jürgen Grasmück. Ihr habt so Klassenfahrten gemacht, so Butterfahrten, kann man sagen. Ja. Und da habt ihr euch nicht über die Romane unterhalten, habt ihr euch nicht gegenseitig... wenn ich jetzt so mit Kollegen so zusammen bin, dann redet man ja auch klar über geschäftliche Sachen und so weiter oder irgendwelche Fernsehen, aber... Nee, Romane weniger, aber mehr Filme und Witze und viel Witze. Meine Fritz Denker und ich, wir sind so zwei Witze-Menschen. Ne? Fritz, musst du jetzt sagen, wer das ist? Das ist Alf Moreland. Zum Beispiel Dan Schocker war ja auch sehr unterschiedlich vom Stil her zu dir, weil das war ja viel grausamer, was er geschrieben hat, wenn ich so an Larry Brent und Macabros denke. Ja, ich kenne die alle, fast alle. Ja, und da hast du dich ja durchaus, deine Romane waren ja menschlicher, aber da war doch mehr, stand doch mehr so ein bisschen, ist jetzt so ein blödes Wort, aber so ein bisschen mehr so die Melodramatik auch mit drin. Also die ganzen Liebesgeschichten, das ist ja das, was weswegen wir John Sinclair auch immer noch lieben, wegen der Beziehung zwischen Jane und mit Glenda. Das ist ja immer die große Frage, Team Jane oder Team Glenda? Ja. Das stelle ich ja eigentlich jedem. Jetzt stelle ich dir das auch mal die Frage. Bist du eher Glenda oder eher Jane? Ja, eher Glenda. Glenda, ich auch. Ja, die Sache ist ja die, ich habe ja 50% mindestens Leserinnen. Und denen sind manche Geschichten, die heute erscheinen, das habe ich jetzt wieder in Leserbriefen, viel zu blutig. Ja. So ein bisschen Sinclair und dann, wenn ich ab und zu habe, schreibe ich auch mal einen Witz da rein und so weiter, und so mit Augen zwinkern. Ja. Das ist schön. Dann hier noch eine Frage von Thomas Birker. Warum gab es nie wieder eine Vereinigung wie die Mordliga? Ja, das war ja eine Phase, kann man sagen, nach dem Schwarzen Tod begann ja die ganz die einfach. Die Reihe mit ganz einfache Antwort. Ja. Ein Wort, Jugendschutz. Jugendschutz. Ja. Xorn. Ja. Ja. Nee, vor allem Lady X. Lady X. Sagt der Jugendschützer, eine Vampirin reicht schon, aber wenn die noch eine Maschinenpistole hat, nee. Das gehört nicht. Von welchem Jahr reden wir denn da? Das waren die 80er. Ja, da gab es. Ja, sicher, da hat man sich noch darauf konzentriert. Da gab es keine so Spiele mehr, wo der Jugendschutz jetzt ist. Ja. Horrorspiele und so weiter. Da haben die. Zack. Aber wenn ich jetzt an Filme denke, die es jetzt im Moment gibt und die ganzen Zombie-Filme und das Gesplatter und das Rumgeballer, da war das doch.
Ja, Shimada genauso. Ja. Das waren Zeiten der Ninja-Filme damals. Ende der 80er, Anfang der 90er, durfte. Ninja-Filme waren ab 18. Ja, und jetzt sagt der Jugendschützer, nein, nee, das ist so brutal, die Schuriken werfen und so weiter und dann, nee, das gibt's nicht. Ich habe mal einen Roman angefangen und habe dann eine spanische Garrotte beschrieben, das ist so ein Würgeeisen, genau wie es im Lexikon stand, jetzt mache ich mal was. Ja. Hat der Jugendschützer gestrichen. Ja. Oh. Ja, so haben sich die Zeiten halt auch verändert. Christian Rosenbaum schreibt, ich würde gerne wissen, ob es noch andere Kinder des Lichtes gibt und außer dem Kreuz noch andere Sachen existieren, die genauso mächtig sind. Jetzt reden wir richtig Detail. Ist John der einzige Sohn des Lichts oder hat er noch eine Schwester und Cousin? Nee, wenn ich ihm eine Schwester geben würde, dann würde die ganz normal sein. Nicht? Ja. Ich glaube, sie hat eine Cousine gemacht, der war in Schottland. Ja, ja, ja. Da habe ich mal ein Taschenbuch geschrieben. Oh, Schottland, das ist ein großes Thema. Mhm. Schottland, John kommt aus Schottland. Mhm. Ich selber bin ein großer Schottland-Fan. Ich weiß, dass unsere liebe Kollegin Amy seit auch ein großer Schottland-Fan ist. Auch. Du warst sogar auch in Schottland? Ja, das hat mir so gut gefallen. Ja. Habe ich Amy vor kurzem noch erzählt. Ich habe eine Kreuzfahrt gemacht um England rum, weil meine Frau wahnsinniger Beatle-Fan ist und die wollte unbedingt nach Liverpool machen und da hielt das Schiff auch. Aber wir waren vorher auch in Edinburgh. Ja. Und diese Stadt hat mich gepackt. Das ist auch eine meiner Lieblingsstädte. Ja. Die inspiriert einen. Es ist ja nicht nur Harry Potter. Es ist ja auch es ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also und einmalig. Wirklich. Hat mir sehr gut gefallen. Wie hast du denn deinen London kreiert? Weil das London, was in den John Sinclair-Roman ist, ist ja doch ein anderes als das echte London. Ist es mehr so ein bisschen das London. Ich finde ja, John Sinclair, also wenn ich jetzt an meine Vergangenheit denke und an die 80er, hat John Sinclair für mich so popkulturell ja auch so ein bisschen was von, naja, so ein bisschen was von Edgar Wallace oder auch ein bisschen was von Raumpatrouille Orion, also nicht so vom Stil. So deutsch angelehnt. Deutsch angelehnt, ja. Also wir haben ein internationales Thema, Science Fiction oder Crime und machen da aber auch was Deutsches draus. Wie hast du dein London kreiert? Was ist das Jason Dark London? Ja, ich habe vor allen Dingen erstmal alles, was ich über London schreibe, jede Straße stimmt. Ja. Ich habe einen Stadtplan, der ist 38 Seiten lang. Das ist schon nicht zum Aufklappen. Man muss das den jungen Leuten mal erklären. Es gab früher Stadtpläne, die konnte man so aufklappen. Ja, ja, wie? Falkpläne. Ja. Falkpläne. Auch noch, wir sind, wenn wir Auto gefahren sind, wir hatten ja kein Navi, wir saßen da und hatten so einen Plan, den wir ausklappen mussten über beide Sitze und man hat den nie wieder zusammengefaltet gekriegt. Ich hab heute noch so einen Plan beim Autofahren. Ja. Ich kann gut Karten lesen, besser dieses scheiß Ding da. Ja. Und ich habe da aber allerdings nicht so einen großen, sondern so Art Buch, nicht Ringbuch. Ja. Und so habe ich auch einen Stadtplan von London mit 38 Seiten. Und da ist jeder Kürtel drin. Nicht? Und da orientiere ich mich nach. Ja, ich finde, das ist auch sehr viel wert, dass man sagt, auch im digitalen Zeitalter brauchst du immer noch hier. Guck hier, alles Papier hier. Oh, hier fragt jemand, das ist auch eine schöne Frage. Chris Steinberger fragt, gibt es einen absoluten Lieblingsroman von dir oder gibt es einen Roman? Das ist natürlich immer schwierig, mit dem Autor über sein Werk zu reden. Du hast ja jetzt nicht drei Romane geschrieben, sondern ein paar tausend. So. Gibt es einen Roman, wo du sagst, das ist der Roman, da stimmt wirklich alles? Und gibt es einen Roman, wo du sagst, so, da habe ich aber mal so richtig in die Tonne gegriffen? Ja, in die Tonne gegriffen sind viele Romane, wenn ich nachlese. Ich denke, um Gottes Willen. Er sagt das nur, er meint das nicht. Nee, doch, manchmal denke ich scheiße. Aber es gibt nicht nur einen Roman, es gibt eine Geschichte in Siebenteiler, das ist die Sache mit der Bundeslade. Ja. Die hat mir am besten gefallen. Ja. Bisher noch. Warum gab es nicht mehr so viele Romane, wo das Übernatürliche raus war? Also Melissas Mordgespenster? Auch das. War ja, das ist ja im Kanon von Sinclair was ganz Besonderes, weil es ja wirklich komplett ohne Übernatürliche, ohne Geister. Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Wochen auch Romane geschrieben habe, dass mir gerade so ein bisschen liegt, das nicht die großen Fantasy kam und so weiter, sondern das ganz Normale. Doch, das habe ich, schreibe jetzt einen Roman, da ist das fast so. Und dann, was war das vor kurzem, der Roman mit der fahrbaren Frittenbude. Die fahrbare Frittenbude des Grauens. Demnächst bei Bastei Lübbe von Jason Dark. Freuen Sie sich jetzt schon. Pommes Mayo des Todes. Ja. Und der Name, die steht da an einem Platz.
Da habe ich, da sind dann so alte Steine und da sind dann, aus dem Mittelalter sind dann noch Bilder vom Tod, was der Tod macht, wie der sich die Leute holt und so weiter. Und die werden dann lebendig. Das ist so ein bisschen Fritten mit. Bisschen Fritten dabei. Man merkt man Ruhrgebiet, da müssen Fritten muss dabei sein. Doppelpommes, Mayo, alles klar. Gibt es denn auch in deinem Archiv, gibt es auch noch, weil du hast ja vom Jugendschutz gesprochen und Sachen wurden auch abgelehnt, gibt es noch irgendwelche unveröffentlichten Romane, irgendwelche Schätze? Ja, auf die wir uns irgendwann mal vielleicht in einer Sonderedition Knickknack freuen können. Könnte man machen. Könnte man, aber geht nicht. Da gibt es eine Sache, die habe ich von der Amy erzählt, aber ich wiederhole sie nochmal. Da hieß es, schreib doch mal einen Fußballroman. Ja. Du als Dortmund-Fan mit Dauerkarte und seit meinem achten Lebensjahr Borussia Dortmund. Mach doch mal einen Gruselroman, Dortmund-Fan. Ich habe das mit dem Vertrieb von Bastei abgesprochen. Da sagen die, wow, ja super, jeder Zuschauer kriegt dann einen Roman. Das wären 80.000 gewesen. Ne? Moment, jeder Zuschauer, der ins Stadion geht, kriegt einen Roman. Davon, ne? Ja, ich sag mal, ich nehme Dortmund Bayern München, außerdem mein Verein, den ich gar nicht mag. Aber ja gut, die Guten gegen die Bösen. Ja, ich meine, das ist das Grundthema von John jetzt, Sinclair. Ich denke, wenn du jetzt die Münchner einen Dreien raushält, kaufen sie in Bayern nicht mehr. Also habe ich gedacht, ich schreibe die Geschichte und dann geht es auch ein Unentschieden raus. Ja. Der Roman fängt an, Mittelkreis, liegt einer mit einem gelb-schwarzen Schal erwürgt. Ja, und dann habe ich ihn fertig geschrieben. Und dann haben die im Verlag gesagt, ach, wir schicken den mal nach Dortmund, die sollen sich mal durchlesen. Und die haben den abgelehnt. Warum? Weil du zu viele Südamerikaner, Brasilianer auch in der Mannschaft hatten und ich so ein bisschen über Voodoo und Macumba geschrieben habe. Und da kriegen die Angst. Okay. Und das haben sie nicht. Also das war ein Politikum durchaus. Mhm. Da, ich sag mal, wenn Fantasy oder wenn Grusel, wenn Horror und deine Geschichten mit der Realität so kollidieren, das ist ja aber auch so ein bisschen dünnes Eis, das ist ein schmaler Pfad, weil Sinclair ist ja für mich im besten Sinne des Wortes Eskapismus. Mhm. Ja, die Welt draußen spielt verrückt, die Leute sind alle bekloppt, ich setze mich hin und lese einen Sinclair und kann abschalten mal für ein paar Stunden. Ja. Ja, sicher, Eskapismus, also Flucht, ich bin ja ein Typ, der sitzt da, hört WDR 2 und hat sofort irgendwas passiert in der Welt. Oder das habe ich sofort dabei. Ja. Und manchmal, genau wie 9-11, da geht das in den Zinkler rein. Ja. Als, da habe ich den Roman damals aufgehört, ab jetzt wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Ja. Und ich bin nicht gerade ein Freund des Oberhauses, dieser englischen Adligen. Mhm. Ich bin lieber eine Stufe tiefer. Die bringe ich dann hinterher mal rein. Das ist ein bisschen, der ist so bescheuert. Und Brexit und so weiter kommt auch so ein bisschen. Das auch. Das auch, ja. Jetzt haben wir noch eine Frage, die auch sehr, sehr detailliert, also sehr, sehr, ich frage, aber Dirk Wagner fragt, Achtung, wann kommt Asmodina zurück? Und mischt den Laden richtig auf. Ja, da habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht. Kommen Sie Sollen Sie denn zurückkommen? Ich weiß nicht, wir können ja mal abstimmen. Ich meine, wenn jemand, das ist ja das Tolle bei so bei Sinclair und bei Fiktion generell, wenn ein Charakter stirbt, es gibt ja multiple Möglichkeiten, den wiederzuholen. Ja. Ja? Er muss ja nicht auf einmal unter der Dusche stehen, wie Bobby Ewing damals, wo wir alle gedacht haben, was? Dallas. Ja? Also für die, es nicht wissen, Dallas, in den 80er Jahren, große Serie. Und dann starb Bobby Ewing, Patrick Duffy, in einem Autounfall. Und nach einem Jahr hat er gesagt, ach, ich würde gerne wieder mitmachen. Und dann haben sie ihn einfach reingeschrieben. Und die ganze Staffel war ein Traum. Du hast natürlich die ganz andere Möglichkeiten halt. Du kannst, es gibt Wiedergeburten. Ich fand, wie du Nadine Berger wieder zurückgeholt hast. Oder auch Jane natürlich ganz, Jane das Collins, war ja auch klasse. Ja. Gibt es einen Charakter, eine Figur, wo du sagst, mit der bin ich noch nicht fertig? Die würde ich gerne. Da müsste ich mal nachdenken. Ja. Ich habe da so einige. Und es ist aber auch so, dann habe ich das geschrieben und dann vergesse ich es wieder, habe es vergessen und gehe auf einen neuen Roman. Ja. Und ich habe schon angefangen, mal alte Romane mir zurechtzulegen, wo irgendwelche Gestalten und Leute oder Menschen vorkommen, die man zurückholen könnte. Also das mache ich.
für Asmodina ist noch nicht alles, verloren. Das ist aber auch eine Frage, die ich mir auch gestellt habe mit Asmodis und mit Belphegor. Wo habe ich denn die Frage? Jetzt muss ich mal selber. Ah, hier. Edek Leitner fragt, ich wollte schon immer mal wissen, was genau die drei Teilgestalten Luzifers, Asmodis, Baphomet und Beelzebub bedeuten. Sind die drei gemeinsam mit Luzifer entstanden oder kamen sie erst später dazu? Und wie können, der will es ganz genau wissen, wie können die drei eine Person bilden, obwohl sie auch völlig selbstständig neben Luzifer existieren können? Das ist jetzt mal eine richtige Nerdfrage. Warum hast du den Teufel, diesen Oberbösewicht in drei Figuren unterteilt? Gott Vater, Jesus Christus, der Heilige Geist. Drei Einigkeit. Ja. Nimm mal drei Kerzen, mach die an, halt die zusammen. Ja. Drei plötzlich ist aus drei Flammen eine geworden. Also quasi das Spiegelbild der christlichen Mythologie. Ist da reingekommen. Der Mann weiß, was er macht. Der guckt ganz genau, der liest sich alles durch und das kommt nicht von ungefähr. Ich finde das auch eine sehr schöne Frage. Giovanni Scarduto wollte immer mal wissen, für was das F bei Horace F. Sinclair steht. Francis. So, Antwort, bitteschön. Ja. Genau. Eine Frage, um die kommen wir leider nicht rum, die haben wir auch selber ein bisschen losgetreten. Die meisten Leute möchten wissen, was mit einer John Sinclair-Verfilmung ist. Es gab John Sinclair-Verfilmungen, nennen wir es mal Versuche. Ja? Es gab die zwei Versuche. Ich weiß, ich muss es erwähnen. Ja, ich weiß, Schwamm drüber, aber ich muss es erwähnen. Wir können euch jetzt mal was sagen. Es wird, jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Es wird eine John Sinclair-Verfilmung geben. Nee, Moment, falsch. Es gibt eine Verfilmung von Johnny Sinclair. Ach Mensch, schade. Ja. Aber das ist ja auch ein Spin-off. Johnny Sinclair ist ja nicht verwandt mit John Sinclair. Das ist eine ganz eigenständige Serie, die aber ohne dein Werk nicht entstanden wäre. Nee. Und es gibt eine computeranimierte Serie. Das heißt, es wird sie geben. Es gibt schon einen Trailer. Und wann genau das passieren wird, den Trailer, wir verlinken das, ihr könnt euch das angucken. Das ist ein ganz kurzes Ding, es sieht aber hinreißend aus. Also es ist wirklich richtig toll und das Tolle ist, es ist eine richtig internationale Produktion. Ja. Das Ding kommt nicht nur in Deutschland raus, sondern weltweit. Weltweit. Toll, also da haben wir mich gefreut. Ja. Ja, und ich weiß gar nicht, ich glaube vier Romane sind erschienen von Johnny Sinclair. Ich habe eigentlich mal so ein bisschen drauf gedrängt, dass weitergeschrieben wird von der Frau, aber die hat wohl keine Zeit und schreibt. Ach, da kommt bestimmt, wenn die Nachfrage da ist. Ja, hoffentlich. Ne? Ja, also jetzt sind wir jetzt erstmal guter Dinge, dass es eine schöne computeranimierte Zeichentrick-Johnny Sinclair-Verfilmung gibt. Wenn wir irgendwas wissen, und das sage ich jetzt und dann hoffe ich, dass das Thema auch erstmal durch ist, wenn wir irgendwas wissen von einer John Sinclair Realverfilmung oder von irgendwas, ja, was John Sinclair, ob es eine Serie sein wird oder ein Film. Ihr seid die Ersten, die davon mitkriegen, wenn das alles in trockenen Tüchern ist. Vorher nicht. Vorher ist alles Spekulatius. Weil wir wollen nicht nochmal sowas erleben wie mit Endemol und RTL, ja, wo dann der Dom explodiert. Ja. Und wenn wir von Verfilmungen reden, müssen wir natürlich auch von den Hörspielen reden. Die neuen Hörspiele, die haben ja Sinclair nochmal neu belebt quasi. Und Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach machen das ja auch schon seit 10 Jahren. Ja, ja, ja. Zeit vergeht. Im Dezember 2021 erscheint die 150. Folge der Gnom mit den 7 Leben. Ich glaube, es wird eine Doppel-CD. Hör ich das? Ist das richtig? Ja. Unsere Brandmanagerin nickt. Das ist 150 Folgen. Auch das ist ein Erfolgsmodell, was einfach nicht aufhört. Es läuft. Ich hatte immer mal die drei Fragezeichen früher auch mal gehört. Ich denke, oh, sowas müsste man mal mit Sinclair machen. Nicht? Und, ja, bitte. Hat ja geklappt. Kann nicht einholen, das ist klar. Aber an zweiter Stelle. Die drei Fragezeichen holt, glaube ich, keiner ein. Aber ich glaube, was so Erwachsenen- und Horrorunterhaltung ist, sind die Sinclair-Hörspiele. Die legen die Latte nach oben. Daran orientiert sich, glaube ich, jeder. Ja.
Eine Frage war auch, ob es irgendwann mal ein Crossover gibt. Hier wurde gefragt, ob John Sinclair mal auf James Bond treffen kann oder es wird die Serie Supernatural erwähnt, die wohl auch so ein bisschen was von Sinclair hat. Ja. Es gab ja schon Crossovers. Ja, aber nicht zum Beispiel James Bond, das geht um die Rechte, da gibt es ja von Zirkus. John Sinclair ist ja sowas wie der deutsche James Bond. Ja. Da kannst du nicht einfach hergehen wir bauen jetzt mal James Bond ein. Aber es gab ja im Hörspiel den Crossover mit Dorian Hunter. Hattet ihr mal damals, wenn du dich getroffen hast mit Alf Morland und den Schock, habt ihr mal überlegt, ach, der Björn Hellmark, der kann doch mal, die können sich doch mal treffen auf einen Kaffee? Der Larry Brandt, ich weiß, damals hieß es auch immer den Schocker, lass doch mal den Björn Hellmark, also Macabros, mit dem Larry Brandt zusammenkommen, das wollte er eigentlich auch nicht so richtig. Selbst da nicht? Der eigene Autor hat die Serien nicht gekreuzt? Ich habe damals Zamora habe ich wohl mal gemacht. Ja, das stimmt, da gab es auch. Aber wie wir von den Ghostbusters wissen, ist es immer gefährlich, die Strahlen zu kreuzen. Ja, Ghostbusters, das ist auch so eine Sache. Da hast du ja den Roman zum Film geschrieben. Ja, da haben wir im ersten Interview übrigens, das ich mit Jason geführt habe, lange drüber gesprochen. Könnt ihr euch auch mal angucken, genau wie in den Sinclair Podcast auch reinhören, den meine liebe Kollegin. Das war klingonisch. Ihr könnt auch mal in den John Sinclair Podcast von Amy Zayed reinhören. Da gibt es auch Gespräche mit Jason Dark und natürlich weiter unseren Podcast abonnieren. Es gibt ganz viele Fragen und ich weiß nicht, ob wir uns nicht einfach nochmal treffen müssen. Was habe ich denn noch? Super. Meine Frage von Christian Groß. Christian Groß fragt, gibt es bei dir zu Hause einen Raum, wo alle Dinge von John Sinclair gehortet werden und Preise und sowas und Fanartikel? Anders gefragt, investigativ. Hast du zu Hause einen Darkroom? Ein riesiges Archiv. Ach, da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Ich hatte ja geschenkt gekriegt eine Sinclair-Figur. Die war größer als ich. Sinclair stand da mit einer Revolver oder Pistole in der Hand. Mit seiner Beretta. Ja, mit seiner Beretta. Und wir schon, Entschuldigung, dass ich dich jetzt berichte, aber wir müssen schon hier, Beretta ist es. Ja, ich habe nur gedacht, und die stand bei uns auf dem Balkon. Weil überhaupt nicht so viel Platz war, so groß. Und dann irgendwann ist die in der Mitte durchgebrochen. Mhm. Ja, was machen wir damit? Ja, sagt meine Frau, wir bringen sie in den Keller. Hat die auch gestanden und der Oberkörper war noch ziemlich groß. Ich komme in den Keller, in mein Archiv, nicht? Denke nichts Böses, drehe mich um und erschrecke mich zu Tode fast. Da sehe ich eine Gestalt stehen, aber da war der Sinclair, die Gipsgestalt. Und ist von deiner eigenen Kreation. Ja, erschrecken. Das ist ja auch was, das möchte ich jetzt hier mal anregen, wo wir gerade bei Erschrecken sind. Das ist ja was, was ich mir noch mal richtig wünsche. Eine richtig schöne John Sinclair Geisterbahn. Das wäre doch mal was, oder? Ja. Stell dir mal vor, so im Phantasialand, eine John Sinclair Geisterbahn. Können wir das nicht mal anregen? Vielleicht guckt das jetzt einer vom Phantasialand und sagt so, genau, gab doch mal die Geister-Ritschka. Warum macht man nicht eine schöne, richtig offizielle, lizenzierte? Die haben mich sogar mal als Titelbild gehabt auf ihrer Zeitschrift. Ja. Da gab es den Erschrecker. Das warst du. Nein, aber habe ich drüber geschrieben. Der Erschrecker. Das wäre, glaube ich, einer der langweiligsten John Sinclair-Romane überhaupt. Die Nacht des Erschreckers. Leute gehen so durch die Stadt einfach, buh! Oh mein Gott, wer ist es? Timothy Putorovic, ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Ich würde mir gerne mal eine Sinclair-Folge wünschen, die in Deutschland spielt. Gibt es eigentlich ziemlich oft. Er sagt, die Lochgefängnisse und der Schulturm in Nürnberg könnten gute Kulissen sein. Es gab ja immer auch Leserbriefe, die gesagt haben, lass doch mal in Hückeswagen oder irgendwo, was weiß ich, irgendwo spielen. Oder? Nürnberg. Gut. Nürnberg. Ja, Nürnberg ist eine gute Sache, denn meine Tochter, die hat einen Ausländer geheiratet in Bayern und die wohnt. Oh Gott, das gibt jetzt E-Mails. Nee. Bitte direkt an Jason, nicht an mich. Die wohnt in Franken und zwar im Nürnberger Land. Und ja, Moment, aber Franken ist nicht Bayern, das müssen wir jetzt sagen. Nee, das gibt einen richtig Shitstorm hier. Ne? Ja. Oh, mein Schwiegersohn. Der fuhr nie nach München und wenn, fuhr er abends wieder zurück nach Nürnberg. Recht so. Ja. Und ich habe da auch meine Autogrammstunde viel erlebt. Ja. Und jetzt in Nürnberg, da bin ich ja öfter.
die wohnt da in Nürnberg-Land, ein bisschen 20 Kilometer von Nürnberg raus. Das könnte man mal machen, Nürnberg. Das ist auch die Frage immer nach der Inspiration, wie du nach all den Jahren es geschafft hast, immer noch dich inspirieren zu lassen, seines Reisen. Du liest unheimlich viel. Mhm. Das hört ja nicht auf. Wie schafft man es, über so viele Jahrzehnte kreativ zu bleiben und immer noch Lust drauf zu haben, das zu machen? Ja, ich kann ja nichts anderes. Ne? Beste Antwort. Ja, ich habe keinen Führerschein. Ich habe keinen Führerschein. Meine Frau nimmt an mir alles ab und ich sage, setze ich gar nicht vor dem Fernseher mit 70 Jahren oder 75 und werde Rentner oder so, um Gottes Willen. Nicht? Ich muss irgendwas tun. Also ich mache gerne 3 Tage Pause oder 4 Tage, wie ich es jetzt gemacht habe, aber dann drängt es mich aber wieder an die Maschine. Dein Arbeitstag ist nicht mehr so wie früher. Nee, du hast ja früher geschrieben. Wie war das denn damals? Halb sieben aufstehen. Oder 6, halb 7 aufstehen. Ja, ich hatte 2 Kinder, die mussten in die Schule. Ja. Und da war der ganze Kram, ging das hin und her und so weiter. Und ich konnte früh zum Verlag fahren. Da hatte ich mein Büro, weil die Kinder nicht wissen sollten, wer ich bin. Die sollten nicht in der Schule gesagt kriegen, die sollten nicht in der Schule gesagt kriegen, ach guck mal, dein Vater, ich habe auch alle Zeitungsmeldungen, alles abgelehnt. Erst als die 2-stellig waren, so 10, 12. Als deine Kinder 2-stellig waren, das muss ich mir merken. Ja. So, du bist jetzt 2-stellig, ja, eben. Ich bin's, da, der Jason. War genau ein Ghostbusters, 1. Aha. Das war der... Da kam das ist natürlich auch so ein guter Einstieg. Und so weiter. Super und so. Ja, und da kriegt meine Tochter, Toni kriegt eine Mütze mit Ghostbusters. Und da waren sie happy, da wussten sie. Und dann bin ich auch zu Hause geblieben und habe da geschrieben. Also sie sind nicht in die Schule gegangen und sind von den Klassenkameraden belästigt worden. Kannst du mir mal einen John Sinclair, du bist doch an der Quelle. Ich bin so ein richtiger Ruhrgebietler, also nicht gerade. Ich sag Power aus dem Pott, aber nur keine Schau. Also. Das ist schön, so sehe ich das auch. Ja. Ich muss mich nochmal persönlich bei dir bedanken, weil... Da kam ich erst neulich drauf. Du bist eigentlich indirekt auch dran schuld, dass ich meinen allerbesten Freund Markus kennengelernt habe. Denn wir haben damals in der Straßenbahn, ich habe in Bochum Leer gewohnt, er auch, und wir haben damals in der Straßenbahn gesessen. Ich war 15, 83 und er ist 4 Jahre jünger als ich. Das heißt, er war damals 11. Und ich weiß noch genau, er saß da mit seinem Kapuzenpulli hier, mit seinem Bundeswehrparker und seinem Tornister. Und ich glaube, ich habe einen John Sinclair gelesen und er hat mich angesprochen. Und jetzt ist das ja eigentlich ein großes Ding, wenn so ein 11-Jähriger so einen 15-Jährigen anspricht. Und dann sind wir darauf gekommen, dass wir beide John Sinclair lesen und vor allen Dingen hören. Und da haben wir angefangen, in der Straßenbahn so John Sinclair-Kassetten auszutauschen. Die Grünen, Tonstudio Braun. Damals ist so quasi unsere Freundschaft fundamentiert worden. Mhm. Und wir sind heute noch die besten Freunde und reden heute auch immer noch genau über das ist schön. Dann mal schönen Gruß, nicht? Dann schönen Gruß, lieber Markus. Hier ist er, Jason. Danke an euch, danke an eure Fragen. Danke, dass ihr das so gut heißt, was wir hier machen. Wir haben sehr, sehr viel Spaß bei der ganzen Sache. Und das Schlusswort, normalerweise habe ich das Schlusswort, aber Jason, komm. Ja, danke, dass du mir das überlässt. Bitte schön. Was soll ich denn sagen? Ach, ich sage einfach danke sehr. Und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, drin in die Rinne. Tschüss. Ich kack ab.